wie man sieht, ich mache mich auf den Weg, durch Deutschland zu fahren, um dann die Interviews durchzuführen. Puh, ganz schön am Schwitzen. Mein Rucksack, der wiegt auch einiges. Ich glaube 30 Kilo. So, und jetzt kommt schon der zweite Part von den Experten, die in der Doku vorkommen. Hallo, na ihr? Was geht? Hi. Du, ich bin heute auf der Durchreise. Ganz ehrlich, ne? Ich glaube, mein Rucksack war noch nie so schwer wie jetzt. Denn der ist ja richtig vollgeproppt, vollgepackt bis oben hin. 120 Liter voll. Ja. Und dann auch noch hier durch unwegsames Gelände. Ja, die ersten Sturmschäden hier. Boah. Die können die Pferde theoretisch abhauen. So. So. Jetzt geht's in die Wildnis. Und naja, das habe ich gebucht. Ja. Im Tiefen des Harz unterwegs. Oh, ich bin eben ausgerutscht. Hui. Boah, das kam unerwartet gerade. So, das Ding ist zwar, ich habe hier eine wunderschöne Aussicht. Ne? Ja, die Wolken auch. Und ich muss hier irgendwo rüber. Da vorne soll irgendwo ein Gehweg sein, der mich dann dorthin führt, wo ich hin will. Ja, das wird nochmal gleich ein bisschen tricky, da durchzukommen. Es gibt nicht mal ansatzweise irgendwie so eine Gabelung, die da durchführt. Das heißt, ich muss da wirklich durch. Hier soll irgendwo ein Gehweg sein. Wenn man hier durch die Wildnis geht, ja, ich habe Glück gehabt, hier kommt ein Gehweg. Das sieht alles so lost aus. Das Einzige an Hinweisen ist einmal hier so ein Schild. Und guck mal, das sieht nicht mal aus wie ein Gehweg hier. Eieiei. Verwüstung lässt grüßen. Hier sind zwar links und rechts zwei Spuren, aber da kann man nicht durchlaufen, weil die schon voller Wasser sind. So, hier kann man das nochmal ganz gut erkennen. Das wäre eine Qual. So, laut Karte muss ich das noch 2 Kilometer laufen. Das wird so nichts, ich komme hier nicht voran. Wie gesagt, man sieht die Wolken am Himmel. Es wird langsam echt knapp in der Zeit. Da vorne höre ich Autos. Ich werde mich da nochmal durchkämpfen. Wenn ich Glück habe, ist da noch ein Gehweg. Aber hier durch, das macht so keinen Sinn. So oder so, ne? Die Schuhe und die Hose werden nass. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Es muss hier durch. Und es regnet doch schon wieder. Boah, das kommt wie gerufen. Kleine Unterkunft, der mich vor dem Regen schützt. Oder auch nicht. Nee, es regnet da rein. Verdammt. Ich habe Glück gehabt, es gibt einen Gehweg neben einer Straße. Puh, Mann. Und das mit so einem 30 Kilo Rucksack. Das macht man auch nicht alle Tage. Hier ist gerade ein Bus vorbeigefahren und diese Karte hat mir keinen Bus empfohlen, der hier lang fährt. Was soll denn das jetzt? Oh Mann, nur so kam ich jetzt in diese komische, brenzlige Situation. Super. So, man erkennt es vielleicht an meinen Augen. Ne? Ich habe nur 2 Stunden geschlafen und dann musste ich mich auch noch durch so eine Wildnis erkämpfen mit einem 30 Kilo Rucksack. Wisst ihr eigentlich, warum ich mich so viel beschwere? Nun ja, sonst wird es ja keiner gucken. Sonst wäre es ja langweilig, wenn ich sage, oh, das Wetter ist schön. Oh, es regnet, das ist so schön. Ja, oh, die Hose ist klitschnass. Wunderbar. Was? Warum sollte ich das tun? Ja, man darf natürlich nie wirklich schlechte Laune haben. Also es darf keine Überhand nehmen. Ne? Aus jeder ekelhaften Situation mit Mücken und Fliegen und alles drum und dran, sollte man trotzdem irgendwie versuchen, das Beste draus zu ziehen. Oh, das regnet schon wieder. Hey, schönes Wetter, um Wasser zu sammeln zum Beispiel. Ne? Immer das Gute darin sehen. Ich glaube, hier hat jemand vergessen, Rasen zu mähen. Jetzt habe ich das Leinen davon. Alles klitschnass. Also, es regnet gerade in Strömen, aber ich habe gerade was sehr Cooles gefunden. Und zwar, schaut mal, ein altes Bundeswehrschloss. So, und das mitten hier
auf dem Gehweg. Was macht das hier? Warum ist hier so ein altes Bundesverschloss? Das Wetter wird nicht besser. Es wird nicht besser, obwohl ich auf der Straße laufe. Tja, so, ich habe mir mal ganz kurz Schutz unter einer Tanne gesucht. Ne? Die schämt das ab wie so ein Dach. Und hier sieht man das, es regnet schon länger, aber das ist alles noch trocken hier. Von daher, so eine Tanne oder Fichte kann euch ja mal schützen vor so einem starken Regen. So, ich hab's geschafft. Bei René angekommen, entdeckten wir später eine verborgene Bibliothek. So, ich bin hier im Harz unterwegs und jetzt habe ich schon das zweite Interview, was ich hier abdrehe. Es ist ein sehr schönes Gebiet und sehr viele Informationen, die auf jeden Fall kommen. Ich habe hier René und wenn ihr gerne auch bei dieser Doku dabei sein wollt, wie gesagt, ich habe hier kein 0815 Equipment, dann könnt ihr euch gerne bewerben. Ach ja, ich habe euch vergessen zu sagen, wie schwer der Rucksack eigentlich ist. Gestartet bin ich mit 33 Kilo. Und auf der Bahn, also während der Bahnfahrt, habe ich dann 1 Liter getrunken davon. Also am Ende hatte ich dann noch 32 Kilo. Und ich habe jetzt Essen mit für 7 Tage. Und alles, was man braucht, ist einfach nur ein Wasserfilter oder eine Quelle, die man findet. Und schon kann man 7 Tage dann halt mit dieses Equipment draußen um die Berge, Wälder ziehen. Ja. Natürlich habe ich auch immer noch Getränke dabei. Ne? Wenn ich die leer habe, dann bin ich irgendwann so bei 28 Kilo vielleicht oder bei 29. So, das hier ist meine Unterkunft für die Nacht. Isomatte rein. Und ja, auf der einen Seite haben wir hier einmal ein Tarnnetz. Das verbindet sich viel besser mit der Umgebung. Und auf der anderen Seite sieht man sehr gut den Vergleich. Ne? Das integriert sich halt nicht so gut. Schon das zweite Interview und es ist auf jeden Fall sehr spannend. So, ist schon schwierig hier durch mit Kamera-Equipment, aber ja, irgendwas ist ja immer. Ihr wisst, was das ist? Mein Glöckchen. Ja, das ist Fingerhut. Fingerhut. Boah, Alter. Das ist mir jetzt eh, das ist mir selber unangenehm. Frag doch nicht mal, frag doch mal die anderen. Rausgerutscht, ne? Was wisst ihr über den Fingerhut? Du darfst nicht anfassen, ne? Naja, die Sache ist die, wenn du an dem Ding rumfummelst, du nimmst ja permanent immer die Finger im Mund. Und es kann über die Schleimhäute aufgenommen werden. Und dann kann der dich töten. Auch digital ist schon mal gehört, was passiert? Mein Herzschlag wird schneller. Mhm. Und der wird immer schneller. Und der wird immer schneller und immer schneller. Und irgendwann stolpert das Herz und dann hast du einen Herzinfarkt und fällst um. Deswegen tötet er dich. Die müssen natürlich so sein, dass man damit noch was binden kann. Also das ist natürlich ein Musterbeispiel, was ich hier gerade habe. Ne? Na, wieder am Naschen? Ich bin nur am Naschen. Also echt schönes Gebiet. Man sieht es ja wahrscheinlich im Hintergrund. Echt coole Location. Was ist das wert? Ein Bockkäfer. Kein Borken, Bock. Kann ja nicht sein, dass da unten alles voll ist und hier nicht, ne? So, es wird hier fleißig nach essbaren Insekten gesucht. Alien gefunden, ich sag mal Alien. Hör auf, ich dreh, ja, jetzt dreh die mal um. Ich hoffe, der Kopf ist noch heile. Ne? Hier hat er die Beine so. Aus den Dingern wird das. Dann rennt er das Ding weg und ich lege die Schlinge unten drunter. Was ich jetzt baue, habe ich übrigens das gleiche Ding habe ich im Camp gebastelt. Okay. Und irgendwann beißt er rein. Eine. Aber dass sich doch Leute dort in dem Bereich gut auskennen. So, die Nacht ist um und ja, es war doch sehr, sehr kühl. Ich habe nur in Boxershorts geschlafen, hier in den Fjällducken. Ja, ich mache mir jetzt hier nochmal was Schönes, Warmes zu essen. Damit ich mich schön aufwärme. Ich finde den Kocher ja richtig gut, weil das ganze System ist halt fest. Es kann nicht wirklich umkippen. Ne? Man sieht es hier, es steht auf dem Dreibein. Es ist fest miteinander verbunden. Hier sind nämlich diese Punkte. Um das zu lösen, muss man den halt
in eine Richtung drehen, aber dafür muss ich beide Hände verwenden. Jetzt habe ich den nach da verschoben und jetzt kann man das Ganze anheben. So, das heißt, der ist immer schön fest mit dem verbunden. Jetzt kann ich nicht einfach herkommen und sagen, gut, ich möchte jetzt einen Tee machen oder einen Kaffee. Aber es gibt ja einen schönen Adapter, der dafür sorgt, dass man das doch machen kann. So. Und auch hier nutzt man die Ösen, um das dann einzuhaken. Zack. So, und jetzt habt ihr einen perfekten Abstand zur Gasflamme. Zack, oben drauf. Hier Gas geben. Und hier vorne ist ein kleiner Knopf. Da drückt ihr drauf. Und ab geht's. Ihr könnt das Ganze noch regulieren hier. Und so könnt ihr dann halt einen Kaffee machen und nebenbei mit euren Topf mehr essen. Also, wenn das nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. Als Kaffeebecher verwende ich so einen 220 ml Titaniumbecher von Kite mit Deckel. Und das ist ein Thermosbecher, das heißt, wenn hier was Heißes drin ist, da verbrenne ich mich hier nicht gleich die Hände, wenn ich den mal anfasse. So kann man doch den Tag starten. Ja, ich befinde mich gerade im Frankfurter Stadtpark und ich schaue mir das Ganze einfach mal an. Ja, wie man sich einen Park halt vorstellt, ne, mit ein paar Springbrunnen und Grünflächen. Ja, und Stufen, Treppen. Der eine oder andere sagt, das hat doch jetzt nichts mehr mit Survival zu tun. Doch hat es. Ne? Ich muss hier mein Essen essen. Ich muss hier warten, bis der nächste Zug kommt. Und dann geht es weiter nach Bayern. Und dort erwartet mich dann halt der nächste, das nächste Interview, der nächste Experte. So, und in dem Sinne würde ich sagen, ich schaue mir das Ganze hier noch mal ein bisschen an und dann geht's weiter. So, ich habe jetzt einen ruhigen Platz gefunden, eine Bank, und hier werde ich mir jetzt meine Brötchen zubereiten. Wie gesagt, ich muss ja sparen, wo ich kann. Mit 10 Euro kommt man halt nicht weit. So, das ist meine Ausbeute. Ich habe natürlich jetzt Durst gehabt und richtig doll Hunger. Und so ein Brötchen kostet 20 Cent, also ist nicht viel. Gleich 5 Stück mitgenommen, dem Fleisch. Ne? Und für die Körperhygiene, weil ich vergessen habe, Zahnpasta dabei zu haben und ganz wichtig, ich habe auch keine Zahnbürste dabei. Deo, damit ich halt nicht stinke während der Zugfahrt. Und ein bisschen Zucker, damit ich noch ein bisschen nachdenken kann. So, ich sitze in einem sehr alten Zug und hier gibt es noch nicht mal Steckdosen. Aber nun ja, die Fenster gehen immerhin auf. Woran merkt man, dass ein Zug alt ist? Schaut mal hier. Damit kann man die Wärme regulieren. Und die Toilette war auch nicht gerade die neueste. Naja, aber immerhin, das fährt noch. So, es geht ja zum nächsten Experten für die Survival-Doku. Ab nach Bayern. Der Zug mag zwar alt sein, aber schaut mal, man kann hier, zack, sich so hinlegen. Also,
Komfort hat er trotzdem, ne? Ja, das einzige Problem, was ich habe, ist, dass der Akku langsam zur Neige geht. Ich habe jetzt nur noch 39% und es sind noch 3,5 Stunden bis nach München. Ich hoffe, der nächste Zug hat eine Steckdose, weil ich kann sonst nichts aufladen. Nicht mal das Handy, um das Ticket vorzuzeigen. Das fährt langsam eng mit dem Strom. Aber naja, irgendwas ist ja immer. Das Gute ist, da ich hier so gut wie alleine in dem Raum bin, kann ich hier mal meine Füße trocknen, weil die Schuhe, die sind seit Ewigkeiten nass. Ja, und naja, das ist das Gute, wenn man so abends unterwegs ist. Ich soll ungefähr um 1:30 dort ankommen, wo ich hin will. Und naja, es ist dunkel, es ist duster. Und bis jetzt habe ich ja keinen Schlafplatz. Deswegen muss ich im Dunkeln schauen, wo ich mich hinpacke. Einfach tief in die Wildnis gehen. Mal schauen, ne? Jo, 2 Nächte muss ich so überbrücken. Sehr laut hier in München. Aber es ist auch schon spät. Jo, kann man nichts machen. Ist dann halt so. So, ich bin angekommen und wir haben 1:30. Es regnet, feiern hier noch einige Partys, aber ich werde mich jetzt 1,5 Kilometer zum Waldstück machen und werde mir da einen schönen Platz aussuchen. Ja, dass es regnet, kann ich halt nicht verändern. Naja, muss halt das Beste draus machen. So, wäre das jetzt eine Fluchtsituation, dann sind natürlich 32 Kilo Gepäck viel zu schwer. Man kann ja kaum wegrennen, ne? Und wenn man jetzt mal auf den Rücken fällt, dann ist man eine kleine Schildkröte. So, wir kommen mal zum Thema wichtige Information, da ich mich hier nicht auskenne und nicht weiß, wie die Wasserqualität ist. Nun ja, suche ich nach so eine Ausstellung. Da ist dann meistens auch, ja, hier eine Tafel, die dann halt auch über das Wasser oder die Gewässer, die in der umliegenden Umgebung sind, einige Sachen berichten, wie trinkbar die sind oder halt nicht. So, das heißt, ich kann mich hier erstmal informieren und dann kann ich ja schauen, ob ich daraus so direkt trinken kann. So, hier führt eine Treppe runter. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich kann ja nochmal Lichter machen. Also man kommt hier an das Wasser ran. Sieht zwar jetzt nicht so trinkbar aus, aber ich würde sagen, besser als nichts. Ich mache erstmal die beiden Flaschen voll mit dem Ketadyn und ja, ich befinde mich ja hier in der Stadt. Notfallsituation. Das war gerade richtig knapp. Das ist mir gerade alles reingefallen. Und da das hier alles so schön befestigt ist, diente das nur noch als Schwimmer. Dann habe ich nur noch zugegriffen, sonst wäre mir das echt abgetrieben. Ja, das Wasser sieht auch eigentlich sehr klar aus. Keine Partikel oder so drin. Aber für den Notfall würde ich das nochmal abkochen. So, 2 Kilo mehr auf dem Rücken. Das merkt man schon, aber wie gesagt, es wurde gerade echt sehr, sehr brenzlig. Es fiel der Wasserfilter hinterher und gleich die Wasserflasche on top. Ich denke, nein, alles weg. Aber zum Glück hat diese Wasserflasche diesen Proppen gehalten. So dient es als Boje und ich brauchte nur noch die Flasche greifen. Also es wurde fast so eine realen Survival-Situation, weil es hat hier gerade nichts auf. Ne? Ich kann mir sonst kein Wasser irgendwo holen. Ich müsste es sonst altmodisch filtern.
Hier hätte ich noch eine Möglichkeit, an das Wasser ranzukommen. Aber schaut mal. Es gibt hier richtig Strudel. Das fließt richtig schnell. Eieiei. Heftig. Das ist auch richtig laut. Es ist gleich 3 Uhr nachts. Und was macht Piet? Er schaut sich irgendwelche Sehenswürdigkeiten an. Um 3 Uhr nachts. Naja, wenn es schon so laut ist, ne, dann interessiert mich das natürlich, was es ist. Es hört sich doch nach Wasser an. Von daher Meeresrauschen. So Leute, wisst ihr was? Ich werde noch mal da unten mir mein Wasser holen, weil die Stadt ist mir doch ein bisschen zu unsicher. Chemikalien kriegt ihr nicht raus, gefiltert, deswegen auskippen und neu machen. Das fließt durch die ganze Stadt. Das ist nicht so gut. Wir wissen nicht, was da für Rohre reinleiten. Und hier, dieses Wasser, was ihr gerade im Hintergrund hört, das habe ich mir auf die Karte angeschaut und das ist clean, das kommt direkt von der Quelle. So Leute, ich will mich ja nicht beschweren, aber das sieht doch irgendwie nach Bier aus, oder? Ist das hier etwa die Bierquelle? So Leute, ich laufe hier gerade durch den Wald oder vielmehr vom Anfang davon. Und wisst ihr, was richtig bescheuert ist? Man kennt sich hier nicht aus und ja, man kennt das Gebiet einfach nicht. Wisst ihr, was richtig gruselig ist? Hier habe ich gerade gesehen. Und hier drauf ein Garten für Lebewesen. Ja. Also, und das ist jetzt noch im Dunkeln, im ringhaften Wald. Also, mehr Horror geht doch gar nicht, oder? Eieiei. So, Tarnmodus ist angeschaltet. Und jetzt geht's endlich ins Bett. Es ist mittlerweile 4 Uhr. Und man hört es, es regnet in Strömen. Ja, ich bin froh, dass ich jetzt hier so ein kleines Unterschlüpfchen habe. Wie gesagt, ein Carp hätte es auch gemacht, aber das wäre jetzt so aufwendig, ne? Und hätte ich machen können, aber ich dachte, hey, ein bisschen Tarnung ist nicht verkehrt. Und so kann ich hier drinnen meine Körperwärme ja besser regulieren. Ja, das wird nochmal eine komische Nacht. Weil ich die Gegend nicht richtig kontrollieren konnte, auf Totholz und so. Oh, hoffentlich passiert da nichts. So, die erste Nacht überlebt. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wo wir sind hier. Sieht beinahe aus wie so ein Dschungel. Und hier haben wir so ein kleines Tarnnetz drüber, damit man besser versteckt ist. Ich schaue mir nochmal das Wasser an, was ich mir da abgefiltert habe. Und ansonsten muss ich Wasser einkaufen gehen bei Rewe. Das ist auch wieder 2 Kilometer entfernt. Ich werde aber dann die Sachen hier lassen. Ich meine, die sind ja gut abgetaut. Ja, und wenn ich nichts trinke, bekomme ich noch Krämpfe. Zum Glück habe ich keine Krämpfe bekommen letzte Nacht. So, ich habe die Nacht sehr gut überstanden. Und ja, ich bin schön tief reingegangen und jetzt habe ich hier so einen kleinen Dschungel. Habe mich auch dorthin gepackt, wo nicht gerade Wild durchrennt. Ne? Erkennt man, glaube ich. Sehr, sehr gute Tarnung. So, wenn man ein bisschen weiter weg steht, also da hinten ist es. So, ich meine, es fällt gar nicht so ins Auge, wenn man nicht drauf achtet. Sieht sowieso von Weitem aus wie Laubhaufen. Ich bin gerade mal 7-6 Meter entfernt. So, wenn Menschen kommen würden, dann würden sie hier hochkommen und hier an dem Baum entlang. Und wenn man hier so lang guckt, dann sieht man halt nichts. Perfekte Tarnung. Ja, es ist sehr angenehm, mal ohne Rucksack zu marschieren, denn so 30 Kilo hier hoch und runter zu laufen, das ist mörderisch. Ja, jetzt erkunde ich ohne alles, also Portemonnaie und Handy habe ich dabei, einfach mal die Gegend. Und dann gucke ich mir alles mal ganz genau an
und schaue, wo ich dann jetzt in Zukunft mein Wasser herbekomme, weil ich habe seit gestern Abend nichts mehr getrunken. Und das ganze Wasser hier sieht nicht gerade vertrauenswürdig aus. Ich habe ja auch erfahren, dass ich hier in so einem Moorgebiet bin. Und wenn das jetzt Moorwasser ist, dann will ich das am liebsten nicht trinken. Ja, selbst durch den Filter ist das Wasser gelb. Also, ja, ich muss mir was Neues suchen. Gelbes Wasser.